Vielen Dank. Wow. Ah. Vielen lieben Dank. Das ist so nett. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich habe das Gefühl, ihr habt gute Laune. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich bin jetzt diese Woche zum ersten Mal nach 6 Monaten wieder aufgetreten. Ich habe extra vorher noch mal reingehört in alte Sprachaufnahmen. Ich nehme das meistens auf und habe noch mal reingehört. Was sage ich da eigentlich? Wie war das noch mal? Leute zu unterhalten. Und ich habe festgestellt, die letzte Aufnahme ist so vom 12. März. Und ich mache Witze über Corona. Und ich bin so krass verharmlosend. Ja, also ich hatte irgendwann gehört, so ja, Corona ist irgendwie so leichter als eine Grippe. Und ich hatte da meine Informationen offenbar am 12. März noch nicht aktualisiert. Und ich habe dann gesagt, so ja, bald hört es wahrscheinlich auf. Bald kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr auftreten. War ein Riesenlacher am 12. März. Am 13. März konnte ich nicht mehr auftreten. Und also es ist wirklich so, also wenn ich jetzt meine Meinung durchgezogen hätte vom 12. März, wäre ich heute in einer weirden Chatgruppe mit Attila Hildmann. So, dann habe ich gedacht, so ja krass, wahrscheinlich aktualisieren Verschwörungstheoretiker einfach nur nicht ihre Informationen. Also ja, also heute kannst du ja sagen, so okay, der US-amerikanische Präsident wird manipuliert von den Russen und versucht, die Demokratie zu zerstören. Wenn du das vor 5 Jahren gesagt hättest, hätten alle gesagt, so wow, du bist richtig verrückt. Ja, oder heute gibt's Leute, die sagen so, okay, die Erde ist eine Scheibe. Ja, das gibt's ja wirklich Leute, die sagen, das war vor 1000 Jahren eine Mainstream-Meinung, wo viele Verschwörungshainis sagen würden, das ist mir zu Mainstream. Ich glaube, viele Verschwörungshainis hätten vor 1000 Jahren gesagt, ich glaube, die Erde ist rund, einfach nur, um nicht Mainstream zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, in Frankfurt zu sein. Einfach nur, weil es nicht München ist, ehrlich gesagt. Ich war jetzt wirklich häufiger in München und das ist ja wirklich krass in München, ne? Da gibt es ja Geschäftsreisende. Achso, das ist jetzt wahrscheinlich hier in Frankfurt auch nicht so ein seltenes Phänomen, ne? Für mich schon, also ich wohne in Berlin. In Berlin muss man eigentlich schon immer noch das Prinzip Arbeit erklären. Also Arbeit erkläre ich in Berlin immer so, müsst ihr euch vorstellen wie ein Projekt, nur man macht's wirklich. Das ist Arbeit. Und dann war ich in München und stand am Bahnhof, wollte zurück nach Berlin und dann habe ich festgestellt, krass, es gibt ja Geschäftsreisende und die unterscheiden sich von den anderen Wartenden am Bahnsteig dadurch, dass sie die anderen mitteilen wollen, dass sie jetzt hier nicht zum Privatvergnügen warten, sondern beruflich. Nee, das ist hier schon eine berufliche Situation gerade. Und die warten dann immer ein bisschen zu doll. Also wirklich so, also wenn ich sie besetzen würde, so als Schauspieler für eine wartende Person, würde ich als Regisseur sagen, nee, mach mal weniger. Also wirklich so, so einfach so comichaft zu viel. Und dann passierte Folgendes. Es gab eine Ansage, dass der Zug 5 Minuten Verspätung hat. Also wirklich 5 Minuten. Und jetzt, der Geschäftsreise dachte so, da bricht eine Welt für mich zusammen. Und war wirklich so... So, und guckte so solidaritätsheischend zu den anderen Mitreisenden. Und wir waren alle so, wir reisen hier nur privat, Digga. Keine Ahnung, was dein Problem ist. Dann passiert aber Folgendes, der Zug kam doch pünktlich. Also wirklich auf die Minute genau. Und jetzt sah der Geschäftsreisende gar nicht ein, sich davon seine schlechte Laune vermiesen zu lassen. Und meinte, nicht mal das kriegen sie hin. Es gibt souveräne Arten zu warten. Das habe ich neulich erlebt am Flughafen. Und da gab es die Ansage, der Flug hat irgendwie eine 30 Minuten Verspätung. Und neben mir stand ein kleiner Junge und meinte, oh Mann, das ist furchtbar. Und dann beugt sich der Vater zu diesem Kind runter und sagt, nein, furchtbar ist es, wenn eine Krankheit dein Hirn ganz langsam von innen auffrisst. Und es ist schon mein Humor, aber es ist das falsche Publikum. Also, der war 5. Also, der war nicht so ironiefähig. Andererseits habe ich mir gedacht, ja gut, also der wird nie wieder Probleme beim Warten haben. Das wird nicht mehr sein Kernproblem sein. Das wird wahrscheinlich kein Geschäftsreisender. Und eigentlich habe ich mir gedacht, es ist eigentlich cool von dem Papa, dass er dem Kind beibringt, nimm mal Sachen wörtlich. Also furchtbar, wirklich furchtbar sind andere Dinge.
Und das finde ich total geil, wenn man Sachen mal so wörtlich nimmt. Das hilft auch gegen diese ganzen Sinnsprüche, von denen man so umgeben ist. Wir kennen auch alle noch diesen Spruch, jeder Mensch ist wertvoll, weil jeder Mensch etwas gut kann. Und da muss ich sagen, das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Also es gibt Menschen, die können gar nichts. Das ist auch okay. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Die sind ja deswegen trotzdem wertvoll. Ja, aber das gibt's irgendwie überall noch, so diesen Glauben, so jeder Mensch ist wertvoll, weil jeder Mensch etwas gut kann, ist eigentlich ein Arschlochsatz, weil es heißt, du musst was können, um wertvoll zu sein. Ja, und das kenne ich noch aus dem Kindergarten, da gab's dann auch immer so eine Lüge, die war so ähnlich. Und zwar, wenn du das nicht gut kannst, kannst du eine andere Sache gut. Ja, also die Schwächen gleichen die Stärken aus, und die Stärken gleichen die Schwächen aus. Und dann wurde mir immer gesagt, du bist jetzt nicht so gut im Sport zum Beispiel, aber dafür kannst du gut malen. Und da wusste ich wirklich im Alter von 4 Jahren schon, ich werde gerade angelogen. Dieses Dreieck ist kein Haus. Wir müssen uns gegenseitig nicht belügen. Ich kann offenbar beides nicht gut. Und es gibt jetzt so eine neue Stufe der Desillusionierung bei mir. Und die neue Stufe ist, selbst wenn du Sachen gut kannst, es gibt immer jemanden, der kann das, was du gut kannst, noch besser. Und ich bin darauf gestoßen worden, als ich neulich ein Interview gesehen habe mit Barack Obama. So, und Barack Obama war irgendwie cool und smart und man hatte irgendwie das Gefühl, er ist so ein guter, idealistischer Typ. Und dann habe ich festgestellt, krass, er ist sogar nebenbei lustiger als ich. Das ist nicht mal sein scheiß Beruf. Wo ich mir denke, so, kriegst du den Hals nicht voll oder was? Du bist doch schon Obama. So, lass mir das doch. Aber gegen Obama habe ich keine Chance. Wir mühen uns ja heute ab, ja, so wie wir hier sind beim Breisat-Festival, mühen wir uns ab, die Eintrittspreise zu rechtfertigen. Ja, gegen Obama hätten wir keine Chance. Stell dich das mal vor. Stell dich das jetzt mal vor, wenn ich jetzt sagen würde, und jetzt einen Riesenapplaus für meinen guten Freund Barack Obama. Er kommt nicht. Wir sind hier nur in der Vorstellung. Aber du wärst begeistert. Natürlich, alle wären begeistert. Alle würden sich denken, Till Reiners, keine Ahnung, nicht mein Geschmack, aber er hat krasse Kontakte. Ja, und Obama müsste ja nichts machen. Der wird einmal winken und wieder gehen und ihr würdet sagen, krass, wie er gewunken hat. So cool. So Obama-mäßig cool. Könnte ich gar nicht. Man sieht es schon am Winken, wie cool er ist. So, und wir könnten machen, was wir wollen. Ich könnte mich abmühen, wie ich will. Ich könnte jetzt meinen Penis rausnehmen. Wartet ab. Und ihn schleudern, ja, zu einem Penispropeller, so dass ich irgendwann abhebe, ja, und unter die Decke schwebe, in einer Schleife fliege, um hier wieder zu landen. Wenn danach Obama käme und einmal winken würde, würde er sagen, krass, wie Obama gewunken hat, oder? Till Reiners, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wir hätten keine Chance. Deswegen meine ich das, so Sachen mal wörtlich nehmen. Das fällt einem oft auf, der Spruch ist gar nicht so geil. Ja, oder es gibt ja zum Beispiel den Satz, so, die Mutter aller Sinnsprüche ist ja der Satz, lebe jeden Tag wie deinen letzten. So, wo ich mir denke, so, ja, nehmen wir das doch mal wörtlich. Also, ich weiß jetzt nicht, wie mein letzter Tag aussieht, aber wahrscheinlich bin ich dann sehr alt und sehr inkontinent. Das heißt, lebe jeden Tag wie deinen letzten, heißt eigentlich, bleib im Bett und lass laufen. Das ist ja kein Konzept für immer. Also ältere Menschen berichten so, man weiß ungefähr, wann man stirbt. Ja, man weiß so, jetzt brechen die letzten Tage an. Und ich denke mir immer so, oh Gott, das muss ja eine unfassbar aufregende Zeit sein. Oder? So kurz vorm Sterben. Man sich immer denkt, immer wenn man so ein bisschen wegnickt, denkt man sich doch, boah. Denkt sich immer so, hoffentlich nicht jetzt. Also ist es schon die Hölle oder noch mein Wohnzimmer? Man weiß es nicht. Und deswegen würde ich wirklich genau wissen gerne, wann man stirbt. Also wirklich mit Datum und Uhrzeit. Also dass man auch genau weiß, so das IKEA-Regal baue ich jetzt nicht mehr auf, das lohnt sich nicht. Wenn man weiß, wann man stirbt, kann man auch da sterben, wo man die Leute nicht mag. So schön dem Nachbarn vor die Tür sterben. Klingelmännchen extrem. Probier's mal aus. Kannst du nur einmal machen, aber es ist ein Wahnsinns-Überraschungseffekt. Ja, also ich finde, so, man ist so umgeben mittlerweile von so Sinnsprüchen und so Motivationssprüchen.
So, und wo ich immer denke, so, das sind Motivationssprüche, sind einfach immer sehr, sehr schlechte Freunde. Also es ist wie so ein Freund, der immer nur für dich da ist, wenn es dir gut geht. Der hilft dir ja nicht, wenn es dir schlecht geht. Wenn du sagst so, ja, hallo, ich bin der Olaf, ich bin Paketzusteller und ich bin traurig, weil ich ausgebeutet werde für 4,50 Euro die Stunde. Ja, hi, ich bin Stefan und ich bin Sinnspruch und ich sage, lächel, dann lächelt die Welt zurück. Das ist doch arschlochmäßig. Also ich habe neulich geduscht, das ist ein Ding von mir. Und dann sehe ich wirklich, dann steht auf meinem Duschgel, sei frech, verrückt und frei. Das will ich mir doch von meinem Duschgel nicht sagen lassen. Ich denke mir so, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Und dann habe ich noch so diesen Sound im Ohr, so dieses positive, lebensbejahende, hey, sei frech, verrückt und frei. Und dann gehe ich bei mir in die U-Bahn und da sehe ich zwei Leute in der U-Bahn Crack nehmen. Und da habe ich mir gedacht, ja, da endet dann dieser Sinnspruch. Ja, denn die waren jetzt auch gerade frech, verrückt und frei. Da habe ich mir gedacht, so ja, jetzt hätte ich gerne so einen Stefan-Sinnspruch dabei. Dann würde ich gerne dem Stefan sagen, und, was sagst du jetzt zu denen? Was ist der Spruch für die jetzt? Ist da was im Katzenkalender dabei für die? Ja, weiß auch nicht. Ja, vielleicht, ja, einfach, dass ihr euer Scheitern als Chance seht. Das ist auch so der größte Assi-Satz von allen, oder? Sie scheitern als Chance. Also, du bist schon gescheitert und dann musst du es nochmal positiv sehen. Wo ich mir denke, so, nee, manche Sachen muss man auch nicht positiv sehen. Bei manchen Sachen heißt scheitern, hör auf. Auf jeden Fall. Und nicht, das ist eine Chance. Gar nicht. Zu viele Deutsche haben sich nach dem Ersten Weltkrieg gedacht, nee, das ist eine Chance. Auf jeden Fall. Beim nächsten Mal schaffen wir es. Nee. Ja, und die saßen dann da. Ja, und haben sich da irgendwie eingeblubbert. Also, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist, ehrlich gesagt. Also, das ist wirklich nicht, ich weiß nicht, also da bin ich auch sehr froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ein bisschen stolz fast, dass ich nicht genau weiß, wie genau man jetzt Crack nimmt. Und das ist ja so ein Wissen, auf das ist man stolz, finde ich. Und es gibt ja immer so ein paar Wissenslücken, da ist man nicht so stolz. Ne? Also was ist die Hauptstadt von Aserbaidschan beispielsweise? Wüsste ich jetzt nicht. Ne? Also gerade Aserbaidschan, will ich mal ganz ehrlich zu euch sein, wüsste ich jetzt gar nicht, ist es eine Stadt, ein Land, ein Fluss. Also ich kann ausschließen, es ist ein Beruf. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja, so, das weiß ich nicht. Das ist peinlich. Ja, das sehe ich ein. Aber es gibt so ein paar Sachen, auf die ist man dann stolz. Hat neulich ein Freund zu mir nämlich gesagt, der hat immer sowas geredet von Miro Klasic. Und ich habe gedacht, oh krass, hoffentlich redet er nicht so lange über Miro Klasic. Aber er hat ganz, ganz lange über Miro Klasic geredet. Und dann habe ich mich irgendwann überwunden und gesagt, ja, wer ist Miro Klasic? Und dann hat er gesagt, ja, der hat bei Love Island mitgespielt. Und da habe ich mir gedacht, wer ist jetzt der Dumme? klappt übrigens nicht immer. Also er hat neulich erzählt von David Malpass. Und ich habe mir schon gedacht, oh geil, das ist wieder irgendeine Idiotensendung, die er geguckt hat. Aber da habe ich gesagt, wer ist David Malpass? Und er hat gesagt, das ist der Chef der Weltbank. Komisch, kennst du gar nicht? Ach so. Hast aber Politik studiert, ne? Hattest du ja immer. Ach so, nö. Nee, muss man ja nicht wissen. Also da muss man immer aufpassen. Ich war auf jeden Fall froh, dass ich nicht genau wusste, aber die wussten es und haben sich da einen geblubbert. Und jetzt war es so, also die haben wirklich das in der U-Bahn gemacht und das ist eben ganz interessant zu sehen, wie Passanten damit umgehen und wie Passagiere damit umgehen, weil sie sich das angeguckt haben und einer wollte hingehen, und weil er dachte, da raucht jemand, und hat dann festgestellt, ach nee, das ist Crack, nee, dann ist okay. Denn was passiert in Berlin? Ja, was passiert in Berlin, wenn sowas passiert? Es wird ignoriert. Natürlich. Ja, der Berliner ignoriert. Ja, selbstverständlich. Da kann passieren, was will. Da kann ein brennender Bär auf dem Einrad an dir vorbeifahren. Der Berliner ignoriert. Der Berliner sagt nur noch so ein Vogel. Ja, nee, wäre ja nicht so meins, aber muss jeder selber wissen. So, jetzt war es also, haben wir relativ schnell festgestellt, eine Gemeinschaftsaufgabe von uns, diese Situation zu ignorieren. Ja, wir haben sofort gemerkt, da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Da müssen wir richtig doll ignorieren. Und ignorieren heißt ja, man konzentriert sich auf etwas anderes, um vollkommene Aufmerksamkeit zu haben für was anderes. Jetzt waren aber alle hundertprozentig darauf konzentriert, zu ignorieren. Und Leute haben wirklich Tätigkeiten unterbrochen. Also wirklich einer hat gesagt, ja, Urlaub. Ja, aber schön. Ja, aber schön. Ja, Aserbaidschan.
Ja, ja, war in Baku, war richtig schön. Ja, ist die Hauptstadt. Ja, ja, ja. Ja, ja. So. Ach, du Scheiße. Sag mal, weißt du was, ich rufe dich zurück. Ja, ich muss hier gerade krass was ignorieren. Ja. Ich finde, Sinnsprüche sagen aber immer nur, was man nicht machen sollte. Ja, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Aber sie sagen nie, warum es Spaß macht, das Gegenteil davon zu tun. Ja, also Sinnsprüche sagen einem dann zum Beispiel, nimm keine Drogen. So, wo ich immer denke, so, ja, das stimmt, aber man muss ja schon alles erzählen. Also wenn Drogen jetzt wirklich nur schlecht werden, wird es ja keiner machen. Ja, also man muss ja dann schon ehrlich sein. Also es gibt ja keine Kampagnen gegen jetzt zum Beispiel Chili-Paste im Auge. Also dass so Sportler sagen, so Chili-Paste im Auge, nicht cool. Gibt's keine Kampagne für. Ich finde, da muss man dann ehrlich mit umgehen. Und das sind immer so oberlehrerhafte Sinnsprüche. Ja, dann wird dann zum Beispiel gesagt, du sollst nicht lügen. Wo ich mir immer denke, ja, aber was machst du denn dann, wenn du in einer langjährigen Beziehung steckst und gefragt wirst, liebst du mich? Du kannst ja nicht sagen, ja, Liebe ist ein großes Wort. Ich würde sagen, man kennt sich. Und dann lässt du so den Blick durchs Wohnzimmer schweifen und denkst dir, ja gut, jetzt den ganzen Scheiß auseinander zu klamüsern. So gesehen ist jede gemeinsam gekaufte Schrankwand eine Barriere auf dem Weg zur Trennung. Ich will auch ehrlich zu euch sein. Ich werde häufiger gefragt, warum ich auftrete. Und neulich hat mich wirklich eine Frau gefragt, Till, du machst das bestimmt, um eine schlimme Kindheit zu kompensieren, ne? So aus dem Nichts. Und da habe ich gesagt, ja. Und ich glaube, niemand, der auftritt, geht am Anfang auf die Bühne, weil es ihm gut geht. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass Leuten wirklich richtig, richtig gut geht, dass sie denken so, ja, mir geht's klasse, weil es am Anfang so stressig ist, ja, und es muss einen Grund geben, warum man das aushält. Ja, denn man muss ja sagen, so, es ist ja super unnatürlich, auf eine Bühne zu gehen. Es gibt ja kaum etwas Unnatürlicheres. Ja, also jetzt hier gerade, diese Situation, die kommt ja so im Tierreich nicht vor. Es ist ja nicht so, als würden sich Zebras um einen Zebra scharen und das Oberzebra sagt dann, ey, sei mal ruhig, der neue Hyänenwitze, richtig geil. Es ist super unnatürlich und jeder wird es auch wissen. Jeder von uns ist doch schon mal aufgetreten und wenn es nur war, du hältst ein Referat vor der gesamten Klasse. Ja, so, du hältst dieses Referat so und du merkst sofort, nein, das ist nicht natürlich. Ja, du stehst dann da so mit zitternden Fingern und liest diesen Wikipedia-Ausdruck vor. Ja. Und dann hast du so ein außerkörperliches Erlebnis. Und dein Körper sagt zu dir, so, der ist völlig in Flucht und Panik und sagt, nein, so hör auf damit, die gucken dir alle zu, lass abhauen. Ja, ich habe hier alles aktiviert, Tunnelblick, Schweiß. Ja, ich weiß nicht, warum so viel Schweiß, aber hey, ich bin nur der Körper. Ja, man sagt dann selber so, ja, also bitte lass mich noch erklären, was die Paarungsgewohnheiten des Torfkormorans sind, ja, weil ich sonst sitzen bleibe. Und irgendwann ist man fertig und denkt sich, oh Gott, das war ja furchtbar, das mache ich ja nie wieder. Und dann gibt es ein paar Leute, die denken sich, das war furchtbar, aber danach gab es ein bisschen Applaus. Ja. Das ist so viel besser als mein gesamtes Leben davor. Das mache ich beruflich. Ja, das bin ich. Ja. Ich glaube, Bühne und Kunst im Allgemeinen ist so die schönste Form von Kompensation. Ja, also das ist eigentlich immer die Frage, liebst du mich? Und die Verpackung dafür, Kunst. Ja, also ihr geht nicht auf ein Konzert, sondern ihr geht zu einer Selbsthilfegruppe für eine Person. Ja, also 80.000 Menschen sagen Mario Barth, es ist okay, wie du bist. Und das Problem ist, er glaubt es. Also ich habe gar nichts gegen Mario Barth, aber wenn ihr darüber lacht, das ist ja völlig in Ordnung. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich das hier bei Dreisat machen kann. Ich hatte neulich eine Anfrage von einem Auftritt
vom Bayerischen Rundfunk. Und da habe ich das also eingeschickt. Also man muss es immer vorher einschicken. Das ist ganz wichtig, weil die dann nochmal drüber gucken, um zu gucken, ist die Satire auch scharf genug? Ne? So. Und dann habe ich das geschickt und die Chefin hat gesagt, ja, das ist super. Das machen wir genau so, Herr Reiners. Und ich habe mir gedacht, wow, also der Bayerische Rundfunk ist aber wirklich locker geworden. Und es war so 4-5 Wochen vorher. Und eine Woche vorher ruft mich die Chefin an und sagt, Herr Reiners, wir haben den Text jetzt mal gelesen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht genau jetzt im Vertrag jetzt so die AGBs gelesen. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin ich ganz ehrlich zu euch, habe ich persönlich jetzt eigentlich noch nie gemacht, AGBs gelesen. Ich weiß nicht, ob hier Leute schon mal die AGBs gelesen haben. Hat jemand? Einfach mal aufzeigen vielleicht. Ja, so, dann sind wir auf... Ja, ich habe mir gedacht, dass keiner aufzeigt. Ja, natürlich. Wir sind auf der gleichen Seite. Ich mache es auch nicht mehr. Ich lese es einfach nicht, weil ich mir denke so, ich weiß ja, dass irgendwo in den AGBs steht, dass sie mich verarschen, aber dann hatte ich vorher sogar noch eine langweilige Zeit. Ne? Weil ich stimme dem Vertrag ja sowieso zu. Ja, und deswegen wirklich habe ich mir geschworen, ich lese es einfach nicht mehr. Auch wirklich bei Sachen, die wichtig wären, ich mache es einfach nicht mehr. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier im kleinen Kreis, kann ich es ja erzählen, ich habe jetzt neulich einen Kredit aufgenommen, also jetzt nicht für nichts Spezielles, ich habe einfach gerne Bargeld bei mir. Nee, wirklich, das kann ich euch nur empfehlen, so eine Tüte voller Bargeld, das macht den Rücken gerade. Du gehst anders in so ein Gebäude rein, muss man wirklich sagen, es macht richtig Spaß. Und nee, ich habe wirklich Kredit aufgenommen, dann habe ich vorher meinen Vater gefragt, welchen Kredit ich nehmen soll, denn... Also ich bin jetzt 35, aber das ist ja so eine Lebenssituation, bei der man sich denkt, nee, da sollte nochmal ein Erwachsener drüber gucken. Das wäre schon ganz gut. Und dann habe ich meinen Vater gefragt und er hat gesagt, ja, mach das so und so. Ja, ich schick dir den Vertrag, ja, und dann liest du das durch und dann musst du nur unterschreiben. Und 2 Wochen später ruft mein Vater mich an und sagt, Till, hast du es jetzt gelesen? Also du müsstest jetzt unterschreiben. Und... es ist so, ich bin jetzt zwar relativ unreif immer noch, aber ich bin nicht so unreif, dass ich so tue, als wäre ich reif. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, glaube ich. Also viele sind ja so eine optimale Version für ihre Eltern. Ja? Die spielen dann so ein besseres Ich vor. Ja, die rauchen dann zum Beispiel nicht vor ihren Eltern. Also ich mache es genau umgekehrt, ich rauche nur noch vor meinen Eltern. Ja, damit die genau wissen, Freunde... ich kümmere mich später nicht. Die Rente muss reichen. Und es wirkt total. Also die sind in Rente, arbeiten jetzt aber noch nebenbei, weil die festgestellt haben, so wie der raucht, der geht vor uns. Auf jeden Fall. Also ich bin ehrlich jetzt zu meinen Eltern. Und ich war dann auch ehrlich zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ganz ehrlich, ich werde das nicht lesen. Also die sind völlig ausgerastet da. In der AGB-Abteilung. Das sind irgendwie 30, 40 Seiten AGBs. Ich werde die nicht lesen. So, also ich werde jetzt entweder unterschreiben oder nicht, aber ich werde es nicht vorher lesen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich habe es auch nicht gelesen. Und dann hat er den schönsten Satz gesagt, den man sagen kann, wenn es um echt hohen Kreditvertrag geht. Er hat gesagt, ja, aber ganz ehrlich, Till, was soll passieren? Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist mein Vater. Absolut. Nee, ich will es wirklich nicht lesen, weil ich mir auch denke, so, also die werden ja gemacht, um langweilig zu sein, um abzuschrecken. Ja, das sind ja AGBs, natürlich. Also da gibt es ja dann Firmen, in denen werden AGBs geschrieben. Ja, und da wird darauf geachtet, dass es langweilig genug ist. Da geht dann der Chef durch die Reihen und sagt dann, Entschuldigung, können Sie bitte das Wort schrittweise ersetzen durch sukzessive. Vielen Dank. Ja. Und können Sie da perpetuieren einfügen? Vielen Dank. Ja. Nee, ich weiß auch nicht, was es heißt. Nein. Aber es ist langweilig, oder? Sehen Sie. Ja. So, also ich finde es so aggressiv langweilig, AGBs. Deswegen mache ich es nicht. Also mit normaler Langeweile komme ich klar, wirklich. Also normale Langeweile ist ja zum Beispiel, wenn ihr so auf einer Party jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich? Ja, und der antwortet dann, schwer zu erklären. Wo man sich schon denkt, ich möchte mich erschießen.
Macht man aber nicht, ne? Man denkt sich so, okay, ja, vielleicht probierst du es mal. Ja, ich arbeite so mit Gewebe-Kautschuk-Verbindungen. Warum frage ich auch? Ja, aber jetzt nicht so normale Gewebe-Kautschuk-Verbindungen. Nee, das wäre auch zu krass. Ich beschichte die mit PVB. Sagt ihr PVB was? Das ist soweit klar. Ja, ja. PVB, eine ganz normale PVB-Beschichtung. Da habe ich neulich eine Doku drüber gesehen. Ja, ja. Nee, da musst du gar nichts mehr. Es ist ganz wichtig, dass ihr so reagiert. Sonst erklärt er euch, was PVB ist. Das ist normale Langeweile. Ja, aber und ich denke mir dann immer so, aber warum antworten Leute, das ist schwer zu erklären, was ich beruflich mache. Du wirst doch seit 20 Jahren gefragt, was du beruflich machst. Wäre da nicht so ein bisschen Zeit gewesen, die Antwort zu optimieren? Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, sage ich immer Herzchirurg. Habe ich nie Probleme mit gehabt, wirklich nicht. Also wirklich, da fragt niemand, kannst du davon leben? Oder wie kommst du auf deine Ideen? Ich glaube, gerade als Herzchirurg wird man auch dafür bezahlt, dass man nicht auf Ideen kommt. Das ist kein Job für einen kreativen Tag. Dass man sagt, so, warum immer nur Herzen? Ja, ich kann alles. Ja. Hallo, Herr Meier. Ja. Nee, Herz habe ich mich heute nicht rangetraut. Dafür haben Sie jetzt zwei Milzen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist normale Langeweile. Ich glaube, aggressive Langeweile ist es, wenn ihr auf einem Date seid, ja, und, also jetzt ganz normales Date, ja, kein Schmuddelkram, ganz normales Tinder-Date, ja, und ihr habt euch verheißungsvoll im Internet geschrieben und ihr trefft euch jetzt zum ersten Mal im wahren Leben und merkt dann, oh, da haben wir uns vertan. Ja, und jetzt haben aber beide nicht den Mut, das dem anderen mitzuteilen und denken sich, nee, wir haben eine scheiß Zeit und die ziehen wir gemeinsam durch. Unter 2 Stunden verlässt hier niemand das Gespräch. Und dann gehst du so spazieren und dir gehen nach 10 Minuten die Gesprächsthemen aus und dann suchst du so in der Umgebung nach einem Gesprächsthema. Und dann habe ich mich wirklich selber sagen hören, ah, guck mal, eine Einbahnstraße. Das ist aggressive Langeweile. Ja, aber das möchte ich euch wirklich noch mit auf den Weg geben. Also wirklich, Herzchirurg ist toll, läuft super für mich. Also wenn ihr mich mal so privat fragen solltet, sage ich immer Herzchirurg, das läuft eigentlich immer gut. Es sei denn, jemand ist auch Herzchirurg. Ja, dann kommt es drauf an, wie viel ich schon getrunken habe. Also nach 7 Bier bin ich Herzchirurg. Und der andere hat echt wenig Ahnung vom Thema. Ich habe fast das Gefühl, es befindet sich ein Scharlatan im Raum. Ja, also wenn ich nüchtern bin, kläre ich es immer sofort auf. Dann sage ich immer so, nee, bin Comedian. Wieso hast du erst gesagt Herzchirurg? Es war mein erster Witz. Ja, aber es ist ja kein guter Witz. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich ein guter Comedian bin. Das fände ich übrigens geil, wenn Leute das immer dazu sagen will. Also, so, dass Leute das immer einfach dazu sagen, wie gut sie sind in ihrem Job. Weil wir haben doch alle schon mal festgestellt, es gibt Leute, die sind wirklich schlecht in ihrem Job und die denken sich, nee, das reicht aber. Ne, so ein Busfahrer, immer betrunken, schlecht gelaunt, der wird sich auch irgendwann gedacht haben, so krass, ich bin ganz schön schlechter Busfahrer. Und sich dann gedacht haben, ja gut, aber ich werde bezahlt wie alle anderen. Ne? Und dann fände ich toll, wenn Leute das einfach da transparent mit umgehen. Ist doch in Ordnung, dass die Leute dann so sagen, hallo, ich bin der Martin, ich bin der schlechte Klempner, den sie gerufen haben. Ja, ja, ich kann Ihnen sagen, wie es abläuft. Also ich stoche jetzt hier ein bisschen in Ihrem Klo rum und in 70% der Fälle müssen Sie dann noch mal einen guten Klempner rufen. Das war's von mir. Vielen Dank. Dankeschön.